Und damit willkommen zurück zu Super Mario 64. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas gesagt habe beim letzten Mal, was wir heute machen werden, aber wenn ich mir so... wenn ich mir so hier angucke, haben wir alles erledigt und können dementsprechend jetzt hoch in den ersten Stock gehen. Ich hatte gestern keinen Part aufgenommen, weil ich einfach nicht geschlafen habe. Ich konnte nicht. Es ging irgendwie nicht. Aber gut. Bei diesem Bild ist es wichtig, wo ihr reinspringt. Wenn ihr oben reinspringt, also im oberen Teil des Bildes, dann seht ihr... Tada! Ach, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Fällt mir gerade ein. Aber wie machen wir das denn jetzt? Egal. Wir improvisieren. Weil da unten befinden sich die 8 roten Münzen. Und die würde ich ja dann gerne schon mit den verbinden wollen. Mit den gelben. Bloß das Ding ist, du kommst hier am besten... Ne, warte mal, da gibt es 2 Sterne. Fällt mir gerade ein, dann machen wir das doch. Weil du kommst hier am besten hin... Du kommst in diesen Teil am besten hin, wenn du dich in das Bild reingehst, wenn der Wasserstand am höchsten ist. Also quasi im oberen Teil des Bildes. Dann ist der Wasserstand nämlich hoch und dann könnt... So, jetzt habe ich den richtigen Satz gefunden übrigens. Das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Jedenfalls, wenn ihr in den oberen Teil des Bildes springt, ist der Wasserstand in diesem Level am höchsten. Wenn ihr ganz unten reinspringt, ist er ganz unten. Das ist die Besonderheit bei diesem Level. Und ja, hier gibt es 2 Sterne hier in diesem versteckten Bereich. Kurz Luft tanken und dann den Wasserstand senken. Das geht hier unten in der Ecke. Ich überlege, wollen wir die 8 roten Münzen hier extra holen? Wobei, das macht keinen Sinn, weil du kommst ja hier sowieso nicht mehr weg. Also würde ich das tatsächlich hier schon vorschlagen, dass man das definitiv hier macht. Man kann hier durchgehen? Ich meine, klar, man kann durch Wände gehen, aber eigentlich ist gedacht, dass man durch Gitter gehen kann. Ich wusste gar nicht, dass man hier auch durch die Felswände gehen kann. Und ich mach's mir immer unnötig kompliziert bei jedem Playthrough. Man lernt hier echt nicht aus, das ist Wahnsinn. Mann... Boah, Kamera bitte. Kamera bitte an Kasse 2. Boah, ich krieg hier eine Krise mit dieser blöden, verkackten Kamera. Es ist wirklich unglaublich. Du kriegst ja Aggression von. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir mal ganz unten rein, damit ihr das seht. Jetzt ist der Wasserstand ganz unten. Könnte man hier nicht irgendwie hoch? Warte mal. Ah ne, das geht nur, wenn die Plattform unten ist, ne? Da konnte man übelst gut abkürzen. Und sich einen Stern holen. Ja.
Wir können ja jetzt hier die roten Münzen holen. Hier gibt es übrigens einen versteckten Teleporter, von dem wusste ich auch ewig lange nicht. Ich glaube, der ist hier. Ich weiß gar nicht, wo die Bombe ist, die einen hier die Kanone öffnet. Wo waren die nochmal? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie man zu dieser Kanone hochkommt. Nicht so lang. Ich denke mal, ich sammle jetzt auch die 100 Münzen. Haben wir das nämlich abgehakt. So. Ich weiß aber nicht, wie viele Münzen es da unten gibt in diesem Bereich. Also auf jeden Fall 8. Weil 8 rote Münzen halt, ne? Sind schon mal 16. Weil jede rote Münze bringt 2. Also brauche ich letztendlich 84, bevor ich da runtergehe. Aber gut, da gibt es ja noch Gegner. Oder wahrscheinlich noch Gegner. Oh Junge, habe ich Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Mann. Ich weiß nicht, ob die Mario-Kamera eine gute Option ist, aber ich glaube nicht. Wenn, dann eher so. Okay, das war useless, weil hier ist ein Stern drin. Mist. Okay, warte. Nee, vergiss es. Ich wollte sagen, ich habe eine Idee. Scheiße, wo ist denn jetzt eigentlich dieser Bomb-Bomb? Der einen hier die Kanone aufmacht. Weil wenn der nicht zu sehen ist, dann... Ah, warte, ich glaube, ich weiß wo. Ah, wobei, hier, guck mal. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ja.
Nee, doch nicht. Fuck. Das macht jetzt gerade meine ganze Planung durcheinander. Scheiße, wie komme ich denn sonst dahin? Es gibt noch andere Wege. Es gibt noch andere Wege, ja. Aber wo ist dieser blöde... Scheiße. Oder habe ich den verkackt? Hätte ich den in dem Bereich ansprechen müssen? Ich glaube, wir haben umsonst gesammelt. Ich probiere jetzt nochmal. Ach man, jetzt hier, jetzt mach doch. Man kommt hier sonst... Wie kommt man denn da hin? Wo ist denn der Kanonentyp? Oh, fuck. Okay, ich habe Scheiße gebaut. Glaube ich. Hä, doch, der ist da oben. Hä? Ich war doch gerade da. Wieso ist denn der jetzt auf einmal? Ich habe doch gerade geguckt. Weil dann haben wir wenigstens die 8 roten Münzen und sowas abgehakt, wenn das jetzt vom Tisch ist. Ja, und dann rutschst du wieder runter. Och, come on. Weil hier sind die 100 Münzen ja nicht so lästig wie bei der Wüste. Und wo ich die... Wo habe ich die noch ausgelassen? Grüne Giftkarte. Ah, ne, grüne Giftkarte habe ich nachgeholt, glaube ich. Weil das hier ist einer der wenigen Momente, wo man mal tatsächlich diese Kanone braucht. In den anderen Leveln kommt man da auch ohne zurecht. Ah, theoretisch brauche ich gar nicht den Wasserstand senken. Ich kann doch immer hier hochschwimmen. Weil ich habe jetzt gedacht, dann nimmst du einfach den Teleporter, dann sparst du dir Weg. Aber dann musst du ja das Wasser runterlassen. Das war nix. Das kann jetzt noch ein paar Versuche dauern. Dann ist der Part heute halt mal ein bisschen fehl. Dafür haben wir ja die ein oder anderen Parts, ich glaube 10 Sterne oder so gesammelt. Dann kann man auch mal einen Part haben, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Theoretisch könnte ich jetzt sogar sagen, ich drücke jetzt auf den Pause-Knopf bei OBS, aber dann passt das wieder mit meiner Stimme nicht, weil die nehme ich ja zusammen auf, logischerweise. Oh, Mann, das war doch mal. Das ist nämlich die andere Möglichkeit, hier reinzukommen. Entweder mit dem höchsten Wasserstand, dann kommst du instant hier rein. Oder mit der Kanone. Und du brauchst die. Du kommst natürlich auch mit einem Glitch rein oder mit einem Trick. Na, Glitch würde ich es nicht nennen, eher mit einem Trick. Kommst du ja auch rein, indem du einfach die Geschwindigkeit von dieser Rampe da nutzt, die ich da genommen versucht habe zu nehmen. Dann kommst du da auch irgendwie rein. Na guck, hier sind schon allein schon Spinnen, also das passt. Gucke, wie viele Münzen es hier gibt. Also gut, wir sind definitiv bei 100. Ich lasse kurz das Wasser ab. Ich hab's doch berührt. Jetzt. So, und hier gibt's die 8 roten Münzen, aber frag mich nicht, wo... Gab sie nicht ein Secret? Ich meine mich zu erinnern.
Oh, ich krieg schon wieder Zustände. Ah, sind die nicht alle in Boxen? Die roten Münzen, dass man die wenigstens auch gut sieht hier. Ich glaube, die waren alle in Boxen versteckt. So wie hier. Ach, dass man die auch nicht im Schwimmen sammelt. Sondern dass man da auch wirklich erst das Wasser runterlassen muss und rumparkouren muss. Verstehe. So, da ist unser 100-Münzstern. Hier kommt man, glaube ich, mit 3 Sprung hin. Ja, wenn man sich natürlich nicht so anstellt. Schön, dass ich sehe, wo Mario hinguckt. Alter, habe ich einen Hunger. Ich muss nach der Aufnahme erstmal was essen, sonst kollabiere ich hier gleich. Alter, habe ich einen Hunger. Ich habe schon... Also ich, wie gesagt, ich habe heute noch nichts gegessen. Bin erst 14 Uhr aufgestanden. Heute konnte ich wenigstens besser schlafen als gestern. Weil gestern war ging gar nicht. Manche Sprünge sind echt tricky. Ah ne, der hier ist nicht in der Box. Na gut, man könnte theoretisch auch Metall Mario nehmen. Weil mit einem Weitsprung hier komme ich nicht hin. Doch. Och, komm schon. Dass man hier aber auch wirklich nicht gescheit Wandsprung machen kann, weil das einfach irgendwie richtig verbuggt ist. Ich weiß auch nicht. Bei dieser Stadt hier muss ich immer an Ocarina of Time denken. Wegen diese Türen. Diese Türtextur. Wir sollten vielleicht wirklich mal den Wasserstand wieder heben. Das wird ja sonst hier nichts. Wie viel fehlen denn noch? 2, ne? Einmal da oben. Ich probiere es noch einmal, ansonsten heben wir den Wasserstand. Alter, diese Kamera, es ist wirklich nicht... gut. Es ist wirklich nicht gut. Ja, genau das wollte ich vermeiden. Genau das, weil diese blöde Decke da wieder unnötig hängt. Wer denkt sich denn so eine hängende Decke aus, dass die so aussieht wie so ein Dach? Sieht aus wie ein Dach, obwohl hier gar kein Dach nötig wäre. Ja, bloß das Ding ist, überlegt mal, ich kann kein Metall Mario nutzen, weil ich bis dahin gar nicht kommen würde. Rein logisch betrachtet. Hm.
Wenn ich jetzt das Wasser hebe, dann bringt es mir auch nichts. Ich muss das schon irgendwie so tricky machen. Was ist das hier für Schalter? Warte mal. Keine Ahnung. Der sollte bestimmt irgendwas leichter machen. Menschens Kinder jetzt hier. Alter, wirklich. Dieser Stern kostet immens viel Zeit. Ich glaube sogar, meine Pizza ist gleich fertig. Ich habe nämlich zwischenzeitlich geschrieben, oder kurz nach der Aufnahme geschrieben, dass ich meine Pizza in den Ofen schieben soll. Mann, ich dachte, du hältst dich fest, Mann. Wegen diesem blöden Bug hier. Wegen diesem blöden Bug und weil man hier einfach nichts sieht. Hier schon wieder richtig bestraft. Ja, wenn er hoher macht, denke ich mir, der hält sich ja fest. Tut aber nicht. Schaffe ich das? Nee, das schaffe ich definitiv nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kriege hier wirklich gleich Aggressionen wegen so ein Kleinigkeiten, weil das richtig dumm gemacht ist. Du kannst hier nicht mal gescheit Wandsprung machen, weil das einfach so dumm programmiert ist hier, dass du keine Wandsprünge schaffst. Weißt du eh nicht, was an der Wand dran ist. Aber irgendwas lässt es nicht zu. Ich probier's, weil ich muss mich sowieso heilen. Gott sei Dank haben wir das Wasser steigen lassen. Ich kann doch keinen Weitsprung machen unter Wasser, oder? Nee. Vielleicht kann man das hier mit verbinden. Eine Idee habe ich noch. Nein, die blöde Kamera. Ich kriege hier wirklich gleich Aggression. Wie kann man denn nur so eine scheiß Kamera programmieren? Mein Gott. Das ist doch hier einfach nur noch frustrierend. Egal, was du machst. Du siehst nichts. Gar nichts. Wie kann man denn... Junge, halt dich fest hier an der Kacke. Mein Gott. Also der einfachste Weg, dahin zu kommen, ist mit diesem braunen Haus, weil Weitsprung brauche ich hier nicht anzufangen nach dahin. Das schaffe ich nicht. Oh. Und dann muss ich halt irgendwie so, dass ich da nicht runterrutsche. Aber wenn die Kamera mir die Steuerung versaut... Mein Gott. Architektonisch ist das hier Katastrophe. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich denke, den Part haue ich heute noch raus am 26.
Und ab morgen versuche ich dann eine Doppelfolge aufzunehmen, sodass wir dann quasi, bis das Projekt vorbei ist, dann Doppelfolge haben, weil dann beginnt ja meine Game-Offensive, wo ich dann Games von der Xbox und PlayStation zocken möchte, die schon lange auf meinem Stapel liegen. Danke fürs Dabeisein, bis dann und ciao.